Die Muschelkalkbänke Stettener Stein, eine der ältesten Weinbergslagen Frankens. Stopp! Okay, weiter geht's. Auf geht's! Und schneller! Ich bin noch Turbo drin. Oh, langsamer! So ist super! Das ist perfekt! Für die dicken Trocken zwischendrin. Der Winzer Ludwig Knoll hat sich zusammen mit zwei Freunden vorgenommen, aus uralten Silvaner-Rebstöcken einen ganz eigenständigen Wein zu machen. Auf dieser extremen Steillage mit 80% Hangneigung ist kein konventioneller Maschineneinsatz möglich. Die Anstrengung ist überhaupt nicht negativ, ganz im Gegenteil. Es inspiriert, es ist ein Ausgleich, es ist vor allem aber auch ein Ansporn, hier etwas Großartiges zu machen. Gib mal ein bisschen Seil nach. Schaut's aus, Joe! Jeder Tropfen Schweiß, der hier läuft, der wird auch ein Tropfen sein, der ins Rebblut geht und dort auch eben besondere Qualitäten wachsen lässt. Auf ein neues. Joe, okay. Du schaust ein wenig, ja? Ab geht's. Okay, auf geht's. Der Name des Weins ist Programm. Hoch 3. Hoch 3, das kommt einfach von den drei Jungs, von Stefan und von Joe und von mir. Wo wir gesagt haben, wir wollen mal einen ganz besonderen Wein machen aus einer Lage, die eigentlich aufgelassen war, die eigentlich aufgegeben war, die alten Reben wieder aufzupäppeln und jetzt hier einen ganz großen Wein draus zu machen. Das ist unser Anspruch einfach. Hoch 3. Die Familie ist immer dabei, wenn die Freunde zusammenkommen. Das schaut super aus. Klasse. 1990 hat Ludwig Knoll den Familienbetrieb in fünfter Generation übernommen und die 25 Hektar Weinhänge rund um Würzburg konsequent auf biologischen Landbau umgestellt. Auch Sohn Vinzenz hilft heute mit. Du musst das mal genau anschauen hier. Schau, das ist das Hieratium, was wir alles brauchen, ne? Oh, Papa, jetzt bitte mach dein Auge zu, das stört mich, bitte. Ach komm. Ich will dein Monsterauge nicht mehr sehen. Monsterauge, ich geb dir Monsterauge, du. Wart nur. Ja, es ist, für die Kinder bin ich der Papa. Und ich glaube, auch wenn ich ganz schlimm ausschauen würde, ich wäre ihr Papa. Es passierte in seiner Sturm- und Drangzeit. Beim Reinigen von Fässern verätzte sich Ludwig Knoll ein Auge mit Schwefelsäure und musste lange auf die Intensivstation. Ich bin mal kurz aus dem Krankenhaus abgehauen. Bin nach Hause, weil ich hatte gerade vorher die Füllung vorbereitet. Und war zu Hause, hab die Weine probiert, die gefüllt werden mussten. Und hab gedacht, mein Gott, was habt ihr denn mit den Weinen gemacht? Es schmeckt alles nach gar nichts mehr. Und ich hatte eben nicht nur das Auge verätzt, sondern auch die Geschmacksnerven alle verätzt, die sich glücklicherweise alle wieder zu 100% regeneriert haben. Das Auge ist schlimm genug, aber die Geschmacksnerven sind für mich als Winzer und als Genussmensch einfach extrem wichtig. Schon mit 18 Jahren hatte er die volle Verantwortung für das Weingut. Sein Vater war krank geworden und Ludwig Knoll trat für eine Modernisierung der Weine an. Er traf viele unkonventionelle Entscheidungen. Das zeigt sich nicht nur in der puristischen Architektur des Weinwerks. Auch in der Kellerei hat Ludwig etwas Neues gewagt. Neben den Holzfässern ein ungewöhnliches Objekt, ein Betonei. Der Beton nimmt Sauerstoff auf, ähnlich wie Holz, gibt dabei aber kein Aroma ab. Ein spannender Versuch, die Harmonie des Weines zu stärken. Die Eiform, das ist die Ursprungsform des Lebens. Man muss sich vorstellen, in einem Betonei reift der Wein anders. Er hat immer eine ständige Fluktuation durch die Temperaturunterschiede, die einwirken, und kann wesentlich homogener sich entwickeln, als es in einem Holzfass der Fall ist, wo man Ecken und Kanten hat. Das Betonei ist die Experimentierfreude, die uns im Weingut seit jeher verfolgt. Natürlich haben wir was sehr Feines reingefüllt. Klar, aber wer kein Risiko eingeht, der wird auch niemals über seinen Schatten springen können. Sein Forscherdrang hat sich bisher gelohnt. Sein Herzensprojekt, der Hoch 3 Wein, hat schon im ersten Jahrgang große Anerkennung in der Fachwelt geerntet. Thank you.
Es ist Hochsommer. Die zunehmende Mondphase wirkt sich auch auf die Pflanzenwelt aus. Winzer Ludwig Knoll ist Pragmatiker. Hätte er das Weingut nicht schon mit 18 Jahren übernehmen müssen, dann hätte er Physik studiert. Mit der Verantwortung für die Weinberge hat er verschiedene Anbaumethoden ausprobiert und ist schließlich auf den biodynamischen Landbau gekommen. Hierbei zeigten sich die größten Erfolge bei den Reben. Er lehnt jegliche Pestizide und chemischen Düngemittel ab und arbeitet mit natürlichen Präparaten, die er ins Wasser einrührt. Dynamisieren heißt dieser Prozess. Ich bin da sehr skeptisch an die ganze Sache herangegangen, natürlich, weil dem ganzen Biodynamischen, dem umschwebt so ein Hauch von Hexentum, von Esoterik. Und da stellen sich eben Naturwissenschaftler die Haare zu Berge. Geht es überhaupt, dass ich ein Medium Wasser mit Informationen versorge und diese Informationen über das Wasser dann in meinen Boden oder in meine Pflanze hineinbringe? Die Quantentheorie besagt, dass es eben verschiedene Zustände, verschiedene Energiezustände gibt, die natürlich Informationen beinhalten können. Und das haben wir dann ausprobiert und haben gemerkt, dass die Vitalität des Bodens, auf dem wir es ausbringen, eine erheblich größere war. Dass eine höhere Triebigkeit da war, eine höhere Lebensfreude im Boden zu spüren war. Die Rebstöcke treiben und müssen beschnitten werden. Dafür sind die drei Freunde am Hoch-3-Weinberg wieder zusammengekommen. Anstrengende Arbeit in der Hochsommerhitze am Steilhang. Was Ludwig hier versprüht, ist kein Dünge, sondern ein Beruhigungsmittel. Wir betrachten die Rebe als Lebewesen und nicht als irgendeine Pflanze, die auf irgendeinem anonymen Boden steht. Dieses Lebewesen reagiert wie wir. Natürlich hat der Stock ein Schmerzempfinden, aber der Stock reagiert auf Zustände wie das Abschneiden eines Astes mit Phytohormonen, mit Reaktionen, auf die wir beruhigend eingehen können. Und das wirkt bei der Pflanze, wenn ich hier Ball dran gebe, ganz genauso wie bei uns Menschen, wenn wir eine Stresssituation haben und uns mit natürlichen Präparaten wie dem Baldrian beruhigen können, dann ist es gesundend. Und bei der Pflanze ist es ebenso, wenn ich einen Trieb abschneide und ihn mit Baldrian besprühe, dann ist diese Wundreaktion nicht so stark, wie wenn ich nichts mache. Nach der Arbeit am Hoch 3 hat Ludwig noch in seinen anderen Weinlagen zu tun. In der Innenstadt von Würzburg, in der inneren Leiste, ist es nicht so steil. Hier kann er mit einem motorisierten Gefährt seine Präparate versprühen. Natürlich ist es für die Lehrlinge auch immer ganz witzig, wenn sie drauf fahren dürfen. Auch für mich, muss ich sagen. Aber das ist eben der Kick an der Geschichte. Wegen der Bodenschonung haben wir dieses Gerät gekauft. Etwas Gutes tun für den Menschen und den Boden, das ist ganz im Sinne von Ludwig Knoll. Anfangs hat man seiner Art, den Weinbau zu betreiben, viel Skepsis entgegengebracht. Inzwischen orientieren sich viele an seinen Weinanlagen. Es ist Herbst geworden über den Weinbergen bei Würzburg. Erntezeit. Das Wetter ist günstig. Ludwig Knoll ist schon früh auf den Beinen, um das Betonei im Keller des Weinwerks für eine neue Füllung vorzubereiten. Okay, Tom, alles klar bei dir? Ich schließe jetzt an. Gut. Und läuft. Der Hoch-3-Wein wird umgefüllt. Wenn ich selbst versuche, irgendeine Marktnische zu belegen, dann mache ich das verkrampft und mache ich das aufgrund von Hinweisen von außen. Wenn ich aber versuche, dem nachzugeben, was ich eigentlich machen will und damit eigene Leidenschaften auch verwirkliche, dann hat es immer etwas mit Ehrlichkeit und Authentizität zu tun. Die ersten großen Erfolge sind eingefahren und es geht einfach weiter. Wir wollen hier was ganz Großes draus machen. Ja. Das ist klasse. Also machst du? Ja. Auf den Muschelkalkbänken am Stettener Stein sind die Erntehelfer im Einsatz. Der Boden ist steinhaltig, das wirkt wie ein Wärmespeicher.
Die Reben wurzeln tief in den Fels und holen sich dort die Mineralstoffe. Beste Voraussetzungen für einen Spitzenwein. Die drei Freunde Ludwig, Stefan und Joe sind zur Handlese an ihrem Steilhang zusammengekommen. Auch die Familie hilft wieder mit. Vinz, machen wir Geschmacksprobe. Super. Guck mal, wenn du sogar die Kanne essen kannst, ohne dass es bitter wird, dann heißt du Ludwig Knoll. Dann ist es ein richtig guter Jahrgang. 2012 ist ein absolut genialer Jahrgang. Es gibt selten Jahre, die so perfekt gelaufen sind. Und wenn man dann auf einer großen Lage in einem Weinberg, der ein Terroir aufweist, das man in Franken sonst nicht mehr findet, mit Leidenschaft Wein produziert, dann kann man kaum was falsch machen. Jetzt, Achtung, geht los! Obwohl Ludwigs Freunde nicht geahnt haben, wie viel Arbeit mit dieser extremen Weinlage auf sie zukommt, es hat sich gelohnt. Das ist nun ein ganz persönlicher Erfolg auch. Das schreiben wir drei Freunde uns auf unsere Fahnen, dass wir ein Stück Kulturgeschichte hier gerettet haben und auch wieder mit Leben erfüllen. Und trotzdem bleibt er dabei ganz bescheiden. Der perfekte Wein ist es nicht. Ich glaube auch nicht, dass es den perfekten Wein gibt. Der wäre viel zu anonym. Es ist ein Wein, der die größtmögliche Identifikation trägt von uns allen und auch von der Lage. Wir haben es geschafft, einen Wein zu machen, der sein Reifepotenzial auch entwickeln wird. Und es ist nicht ein einfacher, sondern ein sehr großer Wein. Ein Hoch 3. Auf unseren Hoch 3. Zum Wohl, Hoch 3. Zum Wohl. Schlafen, der Keller.